Großer Auflauf bei der Pressekonferenz der Argentinier vor dem Viertelfinale gegen Deutschland. Martin De Michelis bekam die Gelegenheit, auf die wenig schmeichelhaften Äußerungen seines Bayern-Teamkollegen Bastian Schweinsteiger zu reagieren. Und tat dies äußerst souverän. Wie ich habe schon gesagt, mit Schweini, wir haben keinen Kontakt. Ich habe ein paar SMS geschrieben mit Miro und Philipp Lahm, aber nur bis Achtelfinale. Dann die waren qualifiziert wieder auch und dann ich hatte keinen mehr Kontakt. Aber wir sind gute Freunde, gute Kollegen. Für mich ist nicht so wichtig, was Schweini gesagt hat. Für mich ist wichtig, am Samstag auf dem Platz sprechen. Bastian Schweinsteiger hatte am Tag zuvor mit dem Psychospielchen vor dem Viertelfinale in Kapstadt begonnen. Wie sie gestikulieren, die einzelnen Spieler, wie sie versuchen, den Schiedsrichter zu beeinflussen. Das gehört sich eigentlich nicht, in meinen Augen. Das ist für mich respektlos, aber die Argentinier sind so. Deswegen muss man sich darauf einstellen. De Michelis blieb trotz der Attacken seines Kumpels locker und gibt sich bei allem Respekt vor der DFB-Elf siegessicher. Ja, wir gewinnen, weil ich glaube, wir sind die Beste. Wir haben viel Vertrauen auf uns, aber selbstverständlich ist es schwer. Die Deutschen zurzeit sind eine ganz gute Mannschaft. Die haben schon gezeigt gegen England. Miro ist gut drauf, Müller ist gut drauf, Poldi ist gut drauf. Die haben einfach eine gute Mannschaft. Selbstverständlich, ich kenne die schwachen Punkte, aber auch die 8 Punkte für Deutschland. Ich habe schon mit meinem Trainer gesprochen, mit meinen Kollegen, aber wir müssen auf dem Platz einfach zeigen, was wir können. Trainer Diego Maradona wollte sich derweil vor dem Duell mit der DFB-Elf nicht in die Karten schauen lassen. Die Presse durfte beim Training nur die letzte halbe Stunde zuschauen. Superstar Lionel Messi fehlte beim Training übrigens wegen einer Erkältung.